Baum abgestorben oder trägt keine Früchte mehr. Der Homo economicus wegnimmt den Baum, bringt keinen Nutzen mehr, höchstens zum Verbrennen, einfach entsorgen, neu pflanzen und hier neue Erträge sichern. Das ist falsch. Totholz ist sehr wertvoll in der Natur und übernimmt hier sehr wichtige Aufgaben, um ein Gleichgewicht in diesem natürlichen Kreislauf aufrechtzuerhalten. Für viele sehen abgestorbene Bäume im Garten sehr hässlich aus und werden halt deshalb zum Beispiel entfernt, oder sie stellen ein Sicherheitsrisiko dar, dass zum Beispiel ein Wind mal einen Ast abbrechen lässt und dieser vielleicht auf die Straße fällt, Menschen verletzen könnte oder auch das Haus zum Beispiel beschädigen kann, und das Risiko möchte man jetzt zum Beispiel nicht unbedingt eingehen. Wenn jetzt zum Beispiel diese Gefahrenpotenzialen beseitigt werden und diese Bäume stehen gelassen werden, dann erhöht ihr dadurch dramatisch eure Artenvielfalt im Garten. Pilze werden anfangen, diesen Baum zu zersetzen, dann kommen auch noch Käfer dazu, die einerseits die Pilze als Nahrungsgrundlage zum Beispiel nutzen und natürlich auch Brutstätte in diesem Holz. Und es gibt sehr viele Käfer, die sind mehrere Jahre in ihrem Larvenstadium und müssen halt zum Beispiel in diesem Baum verweilen. Dann natürlich auch Bienen nutzen das als Unterschlupf bzw. Nisthilfe. Spinnen spinnen auch gerne ihr Netz an solchen Bäumen. Gehäuseschnecken finden auch hier Unterschlupf und Nahrung. Genauso, dass halt die Pilze den Baum etwas einweichen. Vielleicht sind es auch noch zusätzlich Baumhöhlen in diesem Baum drin gewesen. Und da finden auch viele verschiedene Vögel wieder Unterschlüpfe, wie zum Beispiel der Specht. Und die ganzen Insekten, die sich natürlich auch zusätzlich noch in diesem Baum mit ansiedeln neben den Käfern, bieten auch wieder eine Nahrungsgrundlage für die Vögel. An der ganzen Kompostierung sind ungefähr 1500 Pilzarten, 500 Fliegen- und Mückenarten mitbeteiligt, und die versuchen langsam, aber stetig ja diesen ganzen Baum wieder in Humus und Erde umzuverwandeln. Und hier auch diesen natürlichen Kreislauf auch zu schließen. Eine 300 Jahre alte Eiche zum Beispiel braucht ungefähr 70 bis 80 Jahre, um halt wieder zur Erde zu werden. Andere Bäume wie zum Beispiel Pappel oder Birke so 10 bis 20 Jahre. Aber wenn man sich zum Beispiel natürliche Lebensräume anschaut, wie zum Beispiel den Urwald, dort liegt überall Totholz, weil es halt einfach die Grundlage für sehr viele Tiere bietet, die Lebensgrundlage, und auch hier dieser Kreislauf, wie gesagt, bestehen bleibt. Also Baum kommt aus der Erde und wird wieder zur Erde. Falls ihr dennoch entscheidet, solche Bäume zu entfernen, weil ihr trotzdem eurem Garten einen gewissen Ertrag erwirtschaftet möchtet, was ja nicht verwerflich ist, dann könnt ihr den Baum klein schneiden und zum Beispiel wie hier einfach Totholzhecken aufbauen, die gleichen Aufgaben wie zum Beispiel dieser eine Baum erfüllen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt für die Vögel, aber so eine Totholzhecke lockt zum Beispiel Igel an. Das habe ich auch schon ziemlich gut geschafft. Also von daher, schneidet den Baum klein, legt bei euch viele verschiedene Totholzhaufen im Garten an, erhöht so eure Artenvielfalt und erhöht das Gleichgewicht bei euch im Garten. Folge deshalb, dass ihr dann weniger Schädlingsbefall zum Beispiel bei euren Kulturen habt und dadurch auch wieder mehr Ernte. Wunderbarer Kreislauf, würde ich sagen. Totholz gehört einfach zu einem gesunden Ökosystem dazu, und deshalb sammle ich zum Beispiel von meinen Nachbarn sehr viele Astrückschnitte. Jetzt im Winter werden ja sehr gerne die Rückschnitte gemacht, hole ich alles von meinen Nachbarn. Ist zum Beispiel eine klassische Winterarbeit, die ich jetzt hier in meiner Permakultur gemacht habe. Und da habe ich auch ein ganzes Video gemacht, welche Arbeiten ich zum Beispiel im Winter mache, werde ich euch oben in der Infobeschreibung zum Beispiel verlinken oder auch in der Endcard, wo ihr dann noch gerne weiter vorbeischauen könnt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut auch gerne unten in der Videobeschreibung bei mir vorbei. Auf meiner Webseite zum Beispiel bietet ihr das einige Kurse und Coachings an, auch zur Permakultur. Saatgutliste habe ich dort auch verlinkt, Produkte von meinem Permakulturprojekt. Also ist es wert, mal anzuschauen, meine Webseite. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.